Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Exe Destiny. Ja, ab sofort gibt es jetzt nur noch 15 Minuten Folgen. Will ich hoffen, dass ich das auch einhalten kann. Und wir sind auch mit mehreren Leuten auf dem Server. Das heißt, mal gucken, wer ist hier alles da? Blau, 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 okay. So, da kommen die ganzen Monster runter. Das ist auch gut so. Das läuft auch einwandfrei. Musik natürlich im Hintergrund. Jetzt gehen wir kurz mal die Monster schnetzen und dann machen wir unsere Basis weiter. Dass er da direkt weitermachen kann. So. Ah, komm her. Ah, die können wir alle reinwerfen. Achso, ich hatte mein Coin noch an, genau. So. Hebel umschalten und direkt wieder hoch. Wie gesagt, jetzt Basis ein bisschen vorbereiten. Die Schmelze wollte ich als nächstes machen. Und dann geht's auch weiter. Ah, nebenbei kann natürlich das jetzt hier passieren, dass immer ein Monster noch darunter fallen. Dann müssen wir halt mal beim Beischauen gucken hier. Ah, schon wieder ein Strauß erledigt. Ah, jetzt kommen die ganzen ollen Mistviecher hier hin. Kommt mal her. Hallo Creeper. Oh, sind die denn so Arco hier heute? Ach, den hatte ich doch aus. Na komm. Du darfst auch nicht drunter leiden, dass ich dich nicht töte. Komm du auch noch. Ja, kommt schon. So, hier ein bisschen. Ein bisschen Liebe mit euch teilen. Ja, schön da hinten bleiben. Weil wir haben ein anderes Vorhaben, als was jetzt ansteht. Jetzt werden noch ein paar Tierchen irgendwo verärgert sein. Ne, scheint nicht so zu sein. So, Schmelze. Schmelze, Schmelze, Schmelze. Nashorn, du bist ganz lieb. Okay. So, nehmen wir mal die Schmelze, das Glas mit, sei lieb. Und dieses Geräusch, das ist irgendwie ein Monster, habe ich mir sagen lassen. Aber was genau, weiß keiner. So, erstmal die Steine hier. Dann gibt es nämlich das zweite Buch. Dann können wir hier ich und meine Schmelzerei. Und dann brauchen wir einmal da einen Tank. Das, genau. Einmal dit und einmal dit. Ich weiß ungefähr noch, wie das auswendig ging. Das ist die Smeltery Control. Das ist ein Bottich. Warte mal, der war. Genau, Dwayne. Dann der Ausguss. Die Blöcke. Und einmal ein Tank, wobei ich da auch zwei, drei machen könnte. Machen wir gleich mal vier Stück. Vier Tanks. Ach, jetzt habe ich drei Controls gemacht. Naja, egal. Ich wollte eigentlich ein paar Dwayne's machen. Und ein paar Ausgüsse mehr. Und dann noch hier ein paar Blöcke, wie gesagt. Brauchen wir auch einige von, aber wenn das jetzt gleich fertig ist, da unten mit dem Schmelzen, dann passt das auch hier wieder mit den ganzen Blöcken. So, jetzt haben wir das und das fertig. Das Buch können wir hier reintun. Und die Schmelzerei, die packe ich direkt hier neben. Ja, können wir ruhig eigentlich daneben packen, warum nicht? Ist ja gar nicht so schlimm. Da von dem Stein haben wir bestimmt noch was. Obwohl, hier ist... Warte mal, ist da noch was drin gewesen? Da sind noch Zähne. Den nehmen wir gleich alle mit. Habe ich wieder alle vergessen. So. Obwohl, den Kaktus, den können wir mal irgendwo wieder anpflanzen hier. Düdüdüd. So, dann machen wir nämlich hier vorne die Schmelze ganz in Ruhe hin. So, Herr Strauß, gehen Sie mal bitte weg. Danke. Sagen. Ja, die sieht auf jeden Fall, wenn wir die hinpacken, auf jeden Fall besser aus als sonst. So, wie viele Monster? Ja, guck mal, die gehen immer da runter. Ne, gar nicht. Sind jetzt keine Monster da unten. Auch gut. Dann machen wir die Steine hier. Und dann würde ich sagen, gönne ich mir mal ein bisschen Platz daneben. Denn es kann sein, dass ich die irgendwann mal automatisch mache und dann brauche ich den ganzen Platz da drumherum. Und ich keine Steine mehr. Nein. 2, 3, so.
Oh, ich habe gar keinen Helm mehr. Naja, haben wir bestimmt noch irgendwo einen rumfliegen. Können wir den auch noch aufsetzen. Schauen wir mal eben. Hier ist so eine Axt. Blub, 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 blub. Nein. Auch kein Helm für mich. Ja, und ein Eisenhelm. Komm, muss ja wenigstens ein bisschen Rüstung geben. Nichtsdestotrotz müssen wir das hier da richtig hinstellen. Und dann bauen wir uns alles darum, unsere Sachen. Komm, hau mal bitte ab. Husch. Boah, Herr Strauß, gehen Sie doch einfach mal weg. Das ist nicht Ihr Revier, sondern meins. Nun, einmal hier drum. Steine gepackt. Also da müsst ihr auf jeden Fall entweder Steine drum packen. Dürft ihr jetzt nicht verwenden. Da müsst ihr jetzt genau das Muster aufbauen, wie das jetzt hier ist. Und dann würde ich aber mir ein paar Fenster machen. Ohne Fenster sieht das ein bisschen blöd aus. So, ich habe kein Zeug mehr davon. Bestimmt auch keine mehr drin. Jetzt kommen die ganzen Steaks runter. Und dann kommt wieder der Mörtel, ne? Ja, dann kann ich jetzt natürlich warten. Ach, okay, bin ich blöd. Da gehen sie beide ohne Tschüss zu sagen. Unglaublich. Ich wollte doch hier die Ausgüsse machen. Und die kommt natürlich einer hinter. Machen wir jetzt erstmal eine Seite mit Ausgüssen, ne? Also. Ausgüsse hier dran. Hinten sowieso zugemauert. Die Farm Control, die habe ich hier. Blub. Kommen noch die anderen Farm Control. Den brauchen wir noch. Den brauchen wir noch. 1, 2, 3. Dann können wir hier eigentlich schon mal. Oh, Armadillo. Tschüss. Hier kommen ja welche hoch. Hier wollte ich nämlich noch ein paar Fenster hin haben. Und jetzt können wir den Rest soweit erstmal auskleiden. 15. Ja. So, dann kommt später noch eine Reihe drauf. Oder ist das schon zu hoch? Na, wenn ich jetzt hier drin bin, gucken wir mal eben. Also so wird es ja noch passen, so komme ich ja noch drauf. Aber hier werde ich einen Deckel drauf ziehen. Das heißt, hier kommt der Lavatank später hin. Und dann kommen hier so Kanäle drauf und dann läuft das viel, viel besser. So, 1, 2, 3. Dann brauchen wir, wie gesagt, noch welche von den Dingern. Die Tanks kommen woanders hin. Die werden nämlich nochmal separat gefüllt und werden dann später angesteuert. Einmal sortieren, den Sack hier raus. Wenn wir da noch mehr von brauchen, ist das... Warte mal, ist das was? Nein, ist nichts drin. Dann können wir den nämlich hier reinpacken. Gut, Glas kann erst vorerst hier rein. Den Stein könnten wir für unser Lagerhaus... Wo machen wir das Lagerhaus denn hin? Das könnten wir eigentlich hier so behalten irgendwo. Hier steht auf jeden Fall an, noch das so zuzumachen. Und dann wäre eigentlich hintenrum auch zuzumachen. Sprich, zyklisch eigentlich hier auf dieser Ebene. Hier wird jetzt alles dicht gemacht. Jetzt habe ich natürlich keine Sachen mehr. So, Aloe Vera kann irgendwo hin. Wow! Da kam es auf jeden Fall super runter. Also, wundert mich ja nicht, dass hier unten viel Hohlraum ist. Hallo? Wo ist denn überall Hohlraum hier? Ach, leck mich doch am Zuckerli. Viele Armadillos hier drunter sind, egal. Einmal so schnell wegschnetzeln, ja? So. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon hier. Die wollen ja noch nicht alle leben hier mehr. Meine Güte. Sind ja super viele Armadillos hier. Ich weiß gar nicht, was bringen die Scales? Ja gut. Ich glaube, man konnte aus Scale auch Rüstung machen und... Bringen sie noch? Ja gut, die Harz, da kann man Stärketränke rausmachen.
Und Erfahrungspunkte bringen sie. Monkey Island, ne? Scale-Rüstung. Ja, kann man so einfach Scale-Rüstung machen. Wäre auch nicht schlecht, wenn wir sie nicht brauchen. Verbrennen oder so können wir sie eh nicht. Deswegen kann man da, glaube ich, auch eine Rüstung ausmachen. Zur Not. Jetzt kommt natürlich alles hier rein. So, solange der brennt, könnten wir uns mal eben noch ein, zwei Minuten hinstellen. Achso, der hat Hunger. Naja, deswegen hat er nicht das Problem, dass er die essen will. Flüssig da drinnen hier. Stack 64, Stack 64 und Stack 64, alles klar. Dann machen wir noch fröhlich weiter hiermit. Auch noch ein paar Minuten hier, so eine Minute können wir uns auch mal hier hinstellen, ein paar Kartoffeln ernten. Und wie gesagt, Essen haben wir dann unendlich, wenn wir genug Knochenmehl haben. Gut, wir können noch eine normale Farm haben, sowas. Aber weil, wenn wir Knochenmehl haben, einen Spawner dafür, dann ist das natürlich einfacher, sich einfach hinzustellen, ein, zwei Minuten, um ein bisschen Essen zu farmen. Da kriegt man locker einen Stack raus, das ist gar kein Problem und die FPS bleiben auch ziemlich weit oben. Das ist auch krass. Boah, was ist denn da für ein blaues Gebäude von? Da könnten wir gleich halt in der nächsten Folge mal hingehen. Da gehen wir mal in der nächsten Folge hin. So, das haben wir jetzt, guck mal, fast schon wieder zwei Stacks hier. Und ist ja nicht mal eine ganze Minute vorbei. Ich habe mich gerade die Uhr ja nicht beim Laufen. Muss ich auch wegen den 15 Minuten. Das ist natürlich krass. So, machen wir hier nochmal einen Stack voll. Und dann schmeißen wir einen Stack hinten rein, solange da nichts am Laufen ist eigentlich, ne? Schauen wir mal eben, wie viel haben wir? Ah, zwei Stacks. Dann machen wir so. Ja, einen Stack haben wir ja noch zusätzlich hier drin. Dann ist das ja okay. Können nicht zwei Stacks Kartoffeln verbrennen und fertig. Ja, bis das hier fertig ist, ist das ja eigentlich so okay. Free KD. Oh geil, sind da Tode jetzt anzuzeigen? Hoffentlich klappt das. Oh, da haben wir ein netter Menschen. Oh, wie viel Brennenergie hast du noch? Oh, 44, der hat ja noch genug Stäbe. Und, was mir jetzt gerade auffällt, ja, der macht das jetzt fertig. Dann können wir nämlich, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, welches Glas ich mache. Doch, das sieht besser aus. Sind das nette Menschen, die sagen auch immer gern Hi und so was, ne? Ist klar. So, fünf Gläser. Ich kann nicht, kommen wir damit aus? Ne. Scheint jetzt nicht so zu sein, oder? Ich kann doch. Ich mach da ganz oben nichts mehr hin. So, jetzt läuft's ja nämlich schon. Und da können wir jetzt eigentlich alles reinpacken. Wenn ich drauf komme, genau. Da sollte noch ein Trichter und eine Truhe dran. Ein Trichter und eine Truhe. Truhe habe ich gar keine, Trichter habe ich auch keine. Warte mal, Holz habe ich. Holz habe ich in Massen. Dann machen wir erstmal zwei Truhen fertig. Stimmt gar nicht, ich brauche noch ein paar mehr. Ich brauche noch das. Dreie. Und und noch einmal. Ah ne, stimmt gar nicht. Ich brauche 8 Holz für eine Kiste. So, ich brauche 2 Kisten und 4 Trichter. Dann haben wir genug Eisen im Vorrat. Noch. So. Kisten. Muss ja nebenbei, wie gesagt, auf die Uhr schauen. So, hier kommt Kiste, hier kommt eine Truhe hin. Ah, da hinten. Gar nicht gesehen. Klingelingling, Level 30. So, da wir nett sein wollen, kommt... Ah ne, das kommt jetzt eine Etage runter. Lalalala, komm. So, das kommt jetzt alles eine Etage drunter. Das machen wir jetzt noch schnell. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Fischer und tschüss.